Hör mal, wann ist denn der Ile aus soweit? Jungs, wir sind fertig. Oh. Ah, ja super, dann kann er so ins Fußball anfangen. Kannst du eigentlich auch 3 Punkte? Na, 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 na. Hi, mein Name ist Leon Goretzka und viel Spaß bei So ist Fußball. Na, 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 na. Mann, ey. Da dachte ich, die war es. Das ist der Tiefpunkt. Das Ende. Und wir denn hier gelandet? Bochum. Arme Schweine. Ach nee. 3 Zecken aus Lüdenscheid-Nord, mitten in der Bochumer Ruhrmetropole. Was heißt das nochmal für euch? Vermutlich früher Leistungsfußball? Oder verarmt, faul und langsam? Lass mal stecken, Junge. Der BVB hat da auch nichts drauf, oder? Ja, pass mal auf, mein Freund. 8-mal deutscher Meister, 4-mal Pokalsieger, ne? Na, 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 na. Hol mal. Was ist, wenn man im Gedinge arbeitet? Was heißt das? Ich weiß nicht. Ja, da ist, wenn man im Akkord arbeitet. Akkord ist, wenn man richtig reinhaut. Merkst du den, ne? Ja. Hast du gemerkt? Ja. Wenn ich dir nächste Mal frage, musst du das wissen. Ja. So ist Fußball-Stadion-Tour. Die WM steht vor der Tür. Der DFB baut für Millionen von Euro ein Camp in Brasilien. Aber wir wissen, dass unsere Nachbarn es günstiger lösen. Sag mal, was habe ich vergessen? Erster deutscher Europapokalsieger 1966, Champions League-Gewinner 1997, Weltcup-Sieger 1997, Champions League-Finale 2013, Zuschauerzahl 80.645, ausverkauft. So sieht's aus, mein Freund. Ehrlich ist das Fußballspielen. Es lässt uns keine Ruhe. Der Spieler muss den Besten spielen, ja wenn er kann, sonst sitzt im Netz ruckzuck der Lederball. Ich stehe gerade mit der Legende Manny Kals und sie haben mal früher gesagt, dass sie so der Schweiger sind und so. Und dann sollte irgendwann mal auch gesagt haben, ich rede schon, aber nur, wenn mir der Gesprächspartner gefällt. Haben wir heute keine Probleme, ne? Da ist was Wahres dran. Der Spieler muss den Besten spielen, ja wenn er kann, sonst sitzt im Netz ruckzuck der Lederball. Und was ist in eurer Vitrine? Ein altes Fiegelglas. Jetzt pass du mal auf, ich zeig dir mal was. Kannst du das auch? VFL. Verein für Leibesübungen, verstehst du? Normal. Gitschi, was ist ein Gezähl? Ein Zähler. Bei euch wäre das ein Ball, das ist Werkzeug, ist das. Euer Gezähl ist der Ball. Gut zu wissen. Bescheid? Gut zu wissen. Bescheid? Merkst du, der nächste Mal wird Arbeit geschrieben. Und haben wir ein Tor geschossen und alles jubelt, alles lacht. Das waren die kleinen, flinken Stürmer vom VfL mit ihrer blau und weißen Tracht. Das waren die kleinen, flinken Stürmer vom VfL mit ihrer blau und weißen Tracht.
15,69. Tasa, wir brauchen noch was. Ja. Ja. 16,54. Hey, Tasa, wir brauchen noch was. Okay. Ach, ey, Leute. Na, 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 na. Fangen wir gleich harmlos an mit dem legendären Zitat von Ihrem Kollegen Horst Rubisch. Manni Bananenflanke, ich Kopf, Tor. Legendär das Zitat, ne? Für Rubisch ja, für mich nicht. Ja. Nach einer durchwachsenen Saison bekommt man in diesem Teil Bochums sehr komische Fragen gestellt. Jetzt pass mal auf. Für die neue Saison, da benötige ich einen ganz besonderen Spieler. Ich könnte jeden haben, das weißt du. Ich könnte den Spieler nehmen oder den, weiß ich, was weiß ich, einen Filigranen oder einen Breiten. Vielleicht benötigt man ja auch mal einen Terrier. Aber du brauchst einen Spieler, der zu dir passt. Mit Stil, mit Charakter, stehst du? Den musst du dann aufbauen, hegen und pflegen, streicheln. Auch was Geld reinstecken, so ein Mann will unterhalten werden. Jetzt pass mal auf. Folgenden Spiel habe ich kennengelernt und habe mich sofort verliebt. Was, den? Was mit dem Fohlen? Der braucht doch kein Mensch. Dann habe ich dir noch zu reden! Wenn wir was zu besprechen haben, dann hältst du die Schnauze! Ist das klar? Mando! Hallo? 17:13 bitte. Also das reicht immer noch nicht. Okay. Oh Leute, jetzt macht doch mal fertig hier, ehrlich. Mann. So, und? 18,48 bitte. Ja! Ja! Dann werden wir bei euch gewinnen. Singen kannst du ja. Kannst du auch tanzen? Ja, sicher kann ich tanzen. Tanz mal ab. Sie haben mal einen Satz über Ihren Trainer Sebic gesagt. Wenn wir jedes Mal nicht trainiert hätten, wenn Herr Sebic gerade mal voll war, dann wären wir im letzten Jahr so gut wie nie zur Arbeit gekommen. Stimmt das eigentlich? Der Satz ist totaler Blödsinn. Der kann nicht von mir kommen. Ja, wir bedanken uns recht herzlich beim Herrn Rubisch für das ausführungsfreudige Gespräch. Danke, dass Sie heute so viel gesagt haben. Bis bald. Dann pass auf. Ich bestelle also diesen Spieler bei dir jetzt sofort. Und ich will, dass dieser Mann morgen für uns bereitgestellt wird. Und morgen früh gewaschen, gekämmt, rasiert und guter Laune sowie topfit an der Geschäftsstelle auf uns wartet. Ist das machbar? Ja, klar. Das ist kein Problem. Den Spieler, den besorge ich dir. Danny, was ist ein Frosch? Also ein Tier. Ja, Tier im Weltbau, ein Tier. So kleine Tiere, die im Weltbau rumlaufen. Ne? Das ist eine alte, offene Öllampe. Nächstes Mal wird das zum Thema.
stelle ich denn die Frage. Was hätte ich für diesen Spieler zu investieren? Naja, also für den Spieler, ich sag mal 25, mit sauberen Papieren nochmal 15. Das wären dann summa summarum 40. 40 okay? Inklu. Inklu. Ist das okay? Das ist ein Wort. So wollte ich die hören. Prost. Lass der Katzen Stummelston, Stummelston, Stummelston. Lass der Katze Mietzkatzgon, Mietzkatzgon. Und alles, was aus Bochum kommt, dat züpp, dat züpp, dat züpp. Und alles, was aus Bochum kommt, dat züpp, dat züpp, dat züpp.